darf ich jetzt keine Zeit mehr verlieren. Le Pont d'Avignon, alle tot, alle tot. Sehen Sie sich nur dieses ganze Zeug an. Bücher über... Oh, oh fuck. Le Pont d'Avignon, alle tot, alle tot. Oh, ich war nicht schnell genug. Okay, dann muss ich mich jetzt halt ein bisschen beeilen. Okay. So. Ich habe ein bisschen zu viel, Zeit ver- Ey! Ah, das kommt immer danach? Wie gemein. Sehen Sie sich nur dieses ganze Zeug an. Bücher über... Oh! Hallo. Hä? Le Pont d'Avignon, alle tot, alle tot. So. Okay. Vor allem, er darf mich nicht sehen. Sehen Sie sich nur dieses ganze Zeug an. Bücher über... Oh, hallo. Er darf mich nicht sehen. Sur le pont d'Avignon, alle tot. Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Okay. Oh! Oh, Scheiße, was? Oh. Alter, nein. Keiner hat natürlich Lucius gesehen, ne? Oh fuck.
habe ich getan? Nein, nein, das kann nicht sein. Ich schwöre, ich war das nicht. Es war der Junge. Er ist der Antichrist. Wir haben alles gesehen. Es ist vorbei. Sie sind festgenommen. Ihre Hände weg! Bleiben Sie bei dem Kleinen. Ich verfolge ihn. Ich rufe Verstärkung. Er wich uns immer aus, bis wir ihn auf frischer Tat ertappten. Die Anzeichen seines sich verschlechternden Gesundheitszustandes waren eigentlich die ganze Zeit deutlich. Ich erinnere mich, wie ich sah, wie er den Abzug an dieser Nagelpistole betätigte. Ich spürte, wie die Zeit langsamer wurde, als der Nagel durch ihren Schädel schoss und Teile ihres Gehirns auf den Rasen spritzten. Ihr Körper fiel zu Boden wie eine leblose Marionette und alle Fragen, Geheimnisse und Verdächtigungen fanden ein Ende. Charles Wagner tötete sie direkt vor unseren Augen. Und als wir ihn festnehmen wollten, konnte er fliehen. Ich befahl dem Deputy, sich um das Kind zu kümmern, das Zeuge des schrecklichen Ereignisses war, und verfolgte den Täter. Dicht hinter ihm verlor ich die Kontrolle über den Wagen und krachte in einen Graben. Ich wollte den Deputy informieren. Möglicherweise fuhr Wagner zum Anwesen zurück, aber er war nicht zu erreichen. Als ich endlich dort ankam, war das Schlimmste bereits geschehen. Tada! Entschuldigung. Alle Einheiten sichern Sie das Gelände. Ein Verdächtiger ist auf der Flucht. Charles Wagner, Anfang 40. Vorsicht, der Verdächtige ist vielleicht bewaffnet und gefährlich. Genau der, Charles Wagner. Versuchen Sie auch, einen Kinderpsychologen herzuschaffen. Wir haben ja ein Kind, das Übles gesehen hat. In Ordnung, mein Junge. Du musst keine Angst mehr haben. Versuch dich zu entspannen. Okay, oh. Was zum Teufel? Ach so. Hihi. Soll ich dir was Witziges erzählen? Weißt du, was Spaß macht? Ach, geht leider nicht, schade. Ich wollte sagen, wenn man seinen Kopf in den Ventilator steckt, aber das geht leider nicht. Dass ich so klein bin. Andere Richtung. Ja, komm. Also, sorry. Ventilator gut und schön. Das schafft keiner. Sind ja keine Rasierklingen, die da hin und her rasen. Oder Schwerter oder sowas. Mann, ich will gerne mal wieder in Kuh gucken. Oh, ist mir schlecht. Ist mir... Oh, ich brech gleich auf den Boden. Was? Ja, nicht unbedingt übertreiben, Junge. Alter, komm mal klar. Das Ende ist da. Wo? Wo? Was? Okay, Nancy. Charles hat wahrscheinlich die Leichen gefunden. Dadurch wird sein Geist noch labiler. Ich habe nur einen Versuch, bevor er meine Kräfte wieder widerstehen kann. Ich muss kreativ werden. Ja gut, das haben wir hingekriegt. Terence. Er ist nicht allzu schlau. Der Detective ist hinter meinem Vater her und nun kann ich diesen Typen loswerden. Er glaubt, ich bin nur ein kleiner, unschuldiger Junge. Ob ich ihm ein wenig Angst einjagen kann?
Er scheint sehr nervös zu sein. Aber die Kreuze an der Wand beeinflussen meine Kräfte. Nein, vielleicht kann ich seine gereizte Fassung zu meinem Vorteil ausnutzen. Die Kreuze wurden zerstört. Ich kann fühlen, wie sich meine Kräfte langsam normalisieren. Es ist Zeit, wieder kreativ zu werden. Der Ventilator wirbelt wild herum. Toll. Was ist das jetzt? Feuer oder Puzzle? Ich nehme Feuer. Warum auch nicht? Feuer! Lieber Feuer als Puzzle. Kommt da mein Vater oder was? Was? Oh, Vater, ist mit dem Priester da? Alter! Fahr, du heilloser Geist! Ich gebiete dir, dieses Kind zu verlassen! Er ist nicht in mir. Ich bin selber. Ich kann das schon. Zwei von drei Fehlern. So, aber einen haben wir da noch. Was ist das denn? Feuerball? Wo will denn der hin, sag mal? Was? Haben wir nicht. Hallo, Papa. Ich hab da was für dich. Oh, fuck. Wie ein Feuerlöscher. Willst mich verarschen? Anscheinend. Kehre zu den Hellen, mein Sohn. Mach Christliebe, zwing dich. Ich verfolge dich nicht. Was willst du? Machen. Man kann ja nichts machen.
mal hier. Oh, das war das nicht hier schon. Kehre zu den Hellen, mein Verrückter! Die Macht ist nie bezwinkt! Ich fürchte dich nicht! Laber nicht! Kehre zu den Hellen, mein Verrückter! Die Macht ist nie bezwinkt! Ich fürchte dich nicht! Was soll ich denn machen, sag mal? Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Kann ich überhaupt... Ach, ich kann wechseln. Kann ich hier irgendwas machen? Oh, ciao. Kehre zu den Höllenfeiern zurück! Die Macht ist nie bezwingt dich! Ich töte dich nicht! Halt die Fresse. Oh, der Fernseher läuft sogar noch. Wow! Oh, mal gucken, wie sehr du mich fürchtest. Freundchen. Guck mal. Bin ganz alleine. Huch. Oh. Wie, noch nicht mal eine Sterbeszene? Also irgendwie, der Vater kann einem jetzt ja irgendwie leid tun. Ich meine, der hat noch nicht mal seine eigene Sterbeszene gekriegt. Weißt du, wird die ganze, das ganze Spiel über nur verarscht und dann reicht's noch nicht mal für eine Szene. War schon irgendwie gemein. Warum sind hier so viele Fragezeichen? German Actors? Hä? Okay. Komisch, wer hat denn Lucius gesprochen? Entschuldige. Henry König. Ja, der Name, also der Name, die Stimme kam mir auch irgendwie bekannt vor. Warum haben die hier alles mit Fragezeichen gemacht? Naja gut, aber es war schon witzig. Also, wie gesagt, ich hatte es ja schon mal gespielt. Aber wie man anhand der Erfolge sehen kann, nicht wirklich sehr gut. Aber wie gesagt, summa summarum, das Spiel hatte damals Spaß gemacht. Und jetzt halt auch, ich meine, gut, ich gebe zu, einiges davon, wie gesagt, wusste ich halt schon. Aber eben nicht mehr alles. Deswegen, da hat schon Spaß gemacht, auch wieder, naja, relativ frisch ranzugehen. Aber es war schon irgendwie... Hui. Also, puh. Ne? Puh, verstehst du? Obwohl mich ja dann doch mal interessieren würde, was wäre denn jetzt eigentlich das mit dem Puzzle gewesen? Also ich habe ja irgendwie die Möglichkeit, Feuer und Puzzle. Also... Weiß nicht, soll das dann gut und böse sein? Oder... Die Horrordrohne. Oh, es gibt eine Horrordrohne von DJ Kronos. Cool. Luffy. Luffy Water 3. Bei Luffy. Cool. Ja, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Also ich hoffe dementsprechend, dass es euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat, mich auf diesem Wege zu begleiten. Wenn nicht, naja, gut. Schade, aber okay. Aber wie gesagt, summa summarum war das Spiel schon witzig. Nur halt irgendwie, ja... doch etwas härter. Aber gut, es ging ja nun mal davon aus, oder beziehungsweise das Ziel des Spieles war es ja nun mal... Ja... alles, was geht, umzubringen, ne? Nur diesen MacGuffin. Der ist... Ja, der hat es irgendwie noch überlebt, ne? Ich kann mich an einen anderen Schluss erinnern. Damals hatte ich, glaube ich, einen anderen Schluss. Vielleicht war das einfach nur das Puzzle. Weil der andere Schluss war im Grunde genommen,
dass mein Vater in Häkchen und ich praktisch auf der Treppe gewesen sind, dass mein Vater mich sozusagen erwischt hat und MacGuffin ihn dann niederschießt, weil er denkt, er würde mich jetzt auch umbringen. Vielleicht war das das Puzzleteil. Aber ne, diesmal habe ich alles selbst hingekriegt. Und wat ein Glück, dass MacGuffin erst gekommen ist, als ich den Balken schon über meinen Vater habe zurechtrücken können. Mann, Mann, Mann. Schade um das Anwesen. Also das Anwesen war eigentlich recht hübsch. Also, ne, das... Abgesehen davon, dass es natürlich sehr... Naja, groß war. Aber gut, es waren ja auch ein paar mehr Leute dort. Also, die Angestellten haben im Hause mitgewohnt und... oh, vielen Dank. Du hast das Spiel beendet. Och, ja, bitte, bitte. Yay! Ja, dann war's das mit Lucius. Ich weiß, es gibt einen zweiten Teil, aber ich habe mir ganz kurz angeguckt, den werde ich nicht spielen. Der ist... Ja. Sagen wir einfach mal so... Nee, der ist nichts für mich. Das ist eher eine ganz miese Nummer. Also das hat mit Lucius 1 gar nichts mehr zu tun. Meiner Meinung nach. Also das werde ich dann definitiv eher die Finger von lassen. Da werde ich die Finger von lassen. Ja, dann schönen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht sieht man sich ja beim nächsten Projekt. Mal gucken, was dann was als nächstes Mal kommt. Mal schauen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und ciao.